Es war schon ein monumentales Bild bei den letzten süddeutschen Hengsttagen, die unser Quarterback wieder dominieren könnte mit Quarter Gold Quadroneur. Hier ist er noch einmal persönlich, kommentiert vom Landstallmeister himself. Meine Damen und Herren, zu unser aller Freude, hier ist er, Quarterback. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist schon eine Ikone unseres Gestütes und wir sind natürlich sehr, sehr froh, dass wir auch heute, übrigens zum fünften Mal, hier in Vechta sein können. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dem Gerd Sosat und seiner Familie bedanken, dass wir so eine tolle Zusammenarbeit zwischen einem Privathengsthalter, zwischen einem hochdotierten Privathengsthalter und einem Landgestüt, einem Haupt- und Landgestüt im Herzen von Preußen zusammenarbeiten dürfen. Und wir freuen uns natürlich, dass der Botschafter aus Neustadt an der Dosse, dieser Quarterback, hier auch für Furore gesorgt hat. Wir haben ja gesehen, einige erfolgreiche Züchter haben auch eine Plakette für seinen guten Nachzucht bekommen. Er kommt ja aus der bekannten P-Familie. Die P-Familie ist, wie gesagt, unsere berühmteste. Seine Mutter, die Stute Passionata, ist ja die Halbschwester der mehrfachen Bundeschampionesse und auch der Weltmeisterin Poetin. Und er war ja 2006 überragender Bundeschampion gewesen in Warendorf und seit dieser Zeit ist er natürlich sehr stark frequentiert worden. Und seine Nachzucht ist ja wirklich überzeugend gewesen. Championatsfohlen, Championatsspitzen, Auktionsfohlen, wenn ich an Pferden denke, damals auch 120.000 Euro für den Quasar de Chéri, der ja in der Zwischenzeit auch Bremenhengst geworden ist. Und er ist ja vor 14 Tagen, glaube ich, durch Dr. Werner Schade und Manfred Schäfer, die ja heute auch hier sind, als einer der besten Junghengste, die aus dem Dressurlager kommen, ausgezeichnet worden mit dem Weltmeierpreis. Sicherlich sein bekanntester und sicherlich erfolgreichster Nachkomme ist der Hengst Quarter Gold, der ja Siegerhengst gewesen war zur Kürung der Süddeutschen Kürung hier in Neustadt an der Dosse vor 2 Jahren. Er ist Landeschampion geworden, hat den 30-Tage-Test gewonnen und Quarter Gold war Vize-Champion des Bundeschampionates der Dreijährigen im vergangenen Jahr. Und darüber sind wir natürlich auch sehr, sehr stolz. Oder ich denke auch an Guinciano, der ja vorhin auch ausgezeichnet worden ist, Reserve-Siegerhengst hier in Oldenburg in Vechta vor wenigen Monaten. Ja, er hat in der Zwischenzeit Furore gemacht, quer durch die ganze Welt mit seinen Nachkommen. Er hat 34 gekürte Söhne als 9-jähriger Hengst. Ist das eigentlich schon eine tolle Anerkennung für ihn. Und ich freue mich natürlich auch ganz sehr darüber, dass beispielsweise auch der Holsteiner Verband diesen Hengst anerkannt hat. Herzlichen Dank nochmal Norbert Bohley, Herrn Aspas. Und er hat also auch schon einige Stuten in Holstein gedeckt. Und da sind wir sehr gespannt, was er in diesem Jahr uns zeigen wird mit seiner Nachzucht. So, wir haben einen Sohn noch mitgebracht von ihm aus seinem ersten Jahrgang, Quadroneur. ...2007 geboren, seine Mutter ebenfalls aus der P-Familie Pirouette, eine Sandro-Hit-Tochter und Quarterback, Bundeschampion, Sandro-Hit, Bundeschampion und das war eine ganz, ganz tolle Anpaarung. Dieser Hengst macht uns auch sehr, sehr viel Freude, ganz energisch vorwärtsgehend, hat in der Zwischenzeit auch züchterisch eine starke Frequentierung erfahren, war Landeschampion, qualifiziert zum Bundeschampionat. Und ich muss sagen, die beiden jungen Damen von uns stellen ihre Hengste exzellent vor. Herzlichen Dank nochmal, Quarterback vorgestellt von der Gestütsoberwärterin Susi Göbel und die Auszubildende Katrin Hansen. Stellt uns Quadroneur vor. Susi, vielleicht ruhig noch mal rumreiten und ja. Man merkt natürlich schon die Aufregung, wenn ich dann denke, Quarterback heute früh noch auf dem Phantom, nachher gleich verladen. Morgen haben wir 14 Uhr große Hengstpräsentation selbst bei uns in Neustadt. Susi, klasse. Herzlichen Dank. Habt ihr da gemacht? Prima.
Quarterback Juan Quarterman aus der Passionata von Brandenburger. Brandenburger übrigens, ja, auch ein Hengst. 1990, weiß ich noch genau, einer meiner ersten Besuche in Oldenburg bei der Körung. Er war damals der Beachboy-Sohn seiner Wendekreis-Tochter, war damals zweiter Reservesieger. Und Wolf Gröber hat ihn käuflich erworben und ihn dann auch uns zur Verfügung gestellt. Ja, lieber Landstallmeister Müller, der Verlust deines Christian Flamm sah erst wie ein Verlust aus. Aber wenn ich sehe, wie die Azubis in Neustadt-Dosse die Hengstpersönlichkeiten hier in Szene setzen können, dann sieht es so aus, als sei es längst kompensiert. Das ist die Azubine Katrin Hansen hier auf Quadroneur, der sich zusehends wohlfühlt hier im schönen Fechter. Großes Kompliment auch an die Reiterei, lieber Landstallmeister. Ja, Herr Schulz-Rückkamp, herzlichen Dank für das Kompliment. Ich kann das vielleicht sogar noch unterstützen. Es gab ja in Warendorf vor 3 Monaten den Bundesberufswettbewerb, wo 11 Mannschaften und 34 Auszubildende, die also den Beruf Pferdewirt, Zucht und Haltung erlernen. Daran haben natürlich auch Neustädter Lehrlinge teilgenommen und unsere 3 jungen Damen sind dort als Sieger durchs Ziel gegangen, sowohl in der Mannschaft als auch im Einzel, und da sind wir natürlich sehr froh und sehr stolz darüber. So, liebe Katrin, jetzt musst du dich ein bisschen festhalten. Das gehört zur Hengstvorstellung leider dazu. Aber guck mal hier, wie der losstimmt. Quarterback, erst recht mit seinen Söhnen, schreibt er weiter Geschichte. Feiert die beiden vorsichtig, so viel mit Gefühl, wie ihr das schon so toll gemacht habt. Quadroneur, Dankeschön an Katrin Hansen.